Hier am Start, heute gönnen wir uns auf jeden Fall ein paar Beichten. Dazu sehen wir jetzt hier auf dein Beichtstuhl auf der Instagram-Seite. Ich habe jetzt auch gar keine speziellen Beichten rausgesucht oder nur die besten genommen. Ich, weiblich 20, berichte, dass ich etwas neidisch bin, nicht im Stehen pinkeln zu können. Hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Ich, männlich 19, beichte, dass ich mein ganzes Geld in die Spilo werfe. Das nimmt einfach kranke Ausmaße an. Wir gehen schon in der großen Schulpause in die Spilo. Ich kann mir nichts mehr kaufen, weil alles in den Automat geht. Richtiger Teufel. Mach so, Auto so machen, ich mache so, aber irgendwann. Du bist auf jeden Fall gefickt. In diesem Teufelskreis kommst du nur schwer wieder raus. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Ich, männlich 15, beichte, dass ich noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen habe. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Ich, männlich, 20, beichte, dass ich den besten Freund aller Zeiten habe, auch wenn er einfach dumm im Kopf ist. Bruder, bist du wach? Was los? Dennis hat Dumbo zu mir gesagt. Ich gehe weiter, Ben. Danke für nichts, du Arschloch. Digga, findest du, ich habe zu große Ohren? Okay. Ja. Ich, männlich, 17, beichte. Ich habe ein Kind und meine Freundin nervt mich so derbe ab, dass ich Schluss machen will, aber es nicht tue wegen meinem Kind. Ja. Ich, weiblich 28, beichte, dass mein Ex-Freund, 30, Italiener, sein Auto extra in Dortmund zugelassen hat, um dieses Kennzeichen zu haben. Wir wohnen 80 Kilometer von Dortmund entfernt. Wollte auch eigentlich ein anderes Kennzeichen haben, aber ich habe mich informiert und eigentlich ein Wohnsitz muss in der Stadt sein, wo man es zulässt. Wir, weiblich 16, beichten, dass wir immer auf öffentlichen Toiletten extra laut furzen und warten, bis die Scheiße extra laut plumpst. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr scheißen müsst und die Scheiße plumpst rein und das Wasser spritzt einfach gegen euren Arsch in diesem Sinne? Ich, weiblich 19, beichte, dass ich gestern herausgefunden habe, dass bei Winnie Pooh die Namen von den beiden Kängurus, Kanga und Roo, zusammen das Wort Känguru ergibt. Guten Morgen! Du bist sehr schlimm. Männlich 17, beichte, dass ich an meinem 18. Geburtstag direkt zum Bund gehe und meine Familie deswegen sehr sauer ist. Kann ich auf jeden Fall verstehen, sollte man sich vielleicht nochmal überlegen. Ich, männlich 12, beichte, dass ich Angst hatte wegen meinem Zeugnis, aber ein 1,7 Durchschnitt habe und voll zufrieden bin. Du bist ein Streber. Ich, weiblich 25, beichte, dass ich gerade meinen Freund, männlich 29, beim Zocken überraschen wollte und extra eine teure Corsage gekauft habe, Strapsen und. Er hat nichts Besseres zu tun, als weiter zu zocken. Wer kennt's nicht? Ist das ein oder andere Fortnite-Spiel doch dann besser als der Sex mit der Freundin? Ich, weiblich 12, beichte, dass ich mich von meiner besten Freundin habe anhusten lassen, weil sie krank war und ich nicht alleine in die Schule wollte und auch krank werden wollte. Was soll man dazu sagen? Kann man so machen? Ich, weiblich 21, beichte, dass ich weiblich 16 überbieten kann. 15 Stunden und 42 Minuten pro Tag am Handy. Ich kann euch eins sagen, es ist nicht so gut, euch die ganze Zeit unterhalten zu lassen hier von Serien, YouTube, egal was. Ihr solltet auch mal essen gehen, einfach das Handy beiseite schaffen, ein bisschen mit euren Freunden, denn das kommt auf jeden Fall mittlerweile zu kurz. Krank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und folgt mir auf Instagram. Peace.